Hallo und damit ein herzliches Willkommen zu der zweiten, beziehungsweise schon 14. Folge der Karriere mit Didier Bionaz. Das zweite Mal bei den die zweite Folge der Junior Championships. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass im letzten Video man mich nicht hören konnte. Da gab es Probleme mit meinem Mikrofon. Aber in dieser Folge sollte das eigentlich nicht passieren. Gut, wie ihr mitbekommen habt, haben wir Silber gewonnen. Danach haben wir etwas schlecht abgeschnitten in der Verfolgung. Ich glaube, 10. Platz oder 9. oder sowas. Ja, ist jetzt nicht so ganz das, was man sich erwartet hat, aber ja, ist jetzt auch keine Schande. Jetzt gehen wir ins Einzel rein. Da gehe ich mit keinen Erwartungen rein, weil das Schießen ist bei mir öfter wackelig. Und ja, von daher lasse ich mich am besten überraschen, was passiert. So, dann sprinten wir hier direkt raus und los. Natürlich aber auch wieder hier auf die Energie achten. Am besten mit den anderen mitlaufen, das sollte gut gehen. Naja, sogar schneller als der US-Amerikaner hier neben uns. Ganz leicht schneller. Und hier sprinten, damit ich ordentlich Schwung in die Abfahrt mitnehme. So, 1,2 Sekunden trotzdem kassiert. Ordentlich, auf jeden Fall ein bisschen was schon, aber das ist ein schießlastiger Wettbewerb, beziehungsweise hier kann man nur über Schießen kommen. Du holst dir keine 30 Sekunden auf der Strecke auf die Top-Leute. Und ja, dazu würde ich mich eigentlich schon so ein bisschen zumindest zählen. Aber gut. Roxanne hier auch sehr langsam unterwegs im roten Trikot. Zanke weiter mit Gelb. So, hier ein bisschen sprinten. Aber ich würde es auch nicht übertreiben. Ja, jetzt dürfte ich mich auch wieder komplett auf dem letzten Platz einreihen. War noch nicht ganz. So tief bin ich noch nicht gesunken. Aber 5 Sekunden auf der ersten Runde ist heftig. Ich meine, die Energie seht ihr selber, ist nicht mehr so das Originale. Aber wenn man hier jetzt die Null schießt, dann ist man auch auf jeden Fall wieder gut dabei. Ja, schon auf Platz 12. Drei Fehler. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, 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 Punkt. Ja, das sind 2 zu viel. Das wird für keine Medaille mehr reichen, aber ich spiele das Ganze trotzdem weiter. Na, vielleicht breche ich es auch ab, wenn das nächste jetzt nicht besser wird. Aber ihr werdet auf jeden Fall die Massenstart sehen und da könnt ihr euch auch hoffentlich mehr erwarten. So, muss ich euch ja ein bisschen motivieren. Nach so einer verkorkten Einlage. Habt ihr eigentlich schon den Biathlon-Sprint gesehen? Wenn nicht, dann ist auf jeden Fall jetzt nichts in der Infobox, weil ich es wieder vergessen werde. Vielleicht, wenn ich es nicht vergesse, könnt ihr das euch jetzt anschauen. Würdet ihr dann oben rechts eingeblendet sehen. So, Yannick, 3 Fehler, war 2. Aber die Besten schießen halt nicht so viele Fehler. Mukin, heute mit Start Nummer 1 unterwegs gewesen. Zanka, 2 Fehler. Na, Zanka, wie auch immer, der immer noch gelb hat. Naja. Ein Rätsel. Klichitsky, Cheng, Botranikov. Alter, ich bin halt sowas von letzter. Auch die Laufzeit ist jetzt nicht berauschend. Aber stehen schießen wird besser. Nicht versprochen. Das habe ich gerochen und bin am Kochen, oder wie? So. War doch wenigstens mal eine saubere Einlage. Und somit positioniere ich mich etwas weiter vorne. Ja, lange auch nicht gut bei den Championships bisher. Clem Bauer vorne, aber der hat noch 2 Fehler geschossen. Clem Bauer hat da noch weitere Fehler geschossen.
wobei, mit zwei Fehlern ist eventuell sogar noch was drin, ne? Zwei Fehlern wäre vielleicht noch was drin, aber ich will ja auch hier nicht großartig jetzt noch was ausrechnen und so weiter. So, einfach jetzt das Rennen machen. Vor mir ist Rock Tristan. Julian Eberhardt, Vitenko, Yannick. Alter, vier Fehler. Fünf Fehler. Dünn, dünn. So. Die Energie ist jetzt auch nicht mehr so stark da, aber die brauche ich auch gar nicht mehr so krass. Ich habe ja auch noch den grünen Balken, auch wenn der bei auf der Strecke von Oberhof extrem ist. Lange mit weiteren zwei Fehlern, auch Buschanikow hier mit weiteren Fehlern. Da gehe ich links locker vorbei. Aus dem Handgelenk geschüttelt. 29. Platz. War ich nicht eigentlich vorhin noch besser? Na egal. So. Drei Strafen im Hof. 1,30. Bleibe ich ja ungefähr auf meinem Platz. Was ist das denn? Na, da kommt das berühmte letzte Schießen. Erste Null. So viel schon auf der Strecke verloren? Ne, nicht auf den ersten. Kluschitzki kriegt noch mal 2 Minuten. Eine Minute. Das dann weiß ich nicht. Ja, ich glaube, ich darf einfach mal das Rennen fertig. Großartig versuchen zu rechnen, bringt jetzt auch nichts mehr. Watkin 0, Otzner ist auch wieder 0. Ja, ich auch immer Otzenachs kenne, das weiß ich nicht. Tristan, 30 Sekunden, 32 um genau zu sein. Na komm, zieh. Ja. So, hoher Puls. Nochmal sprinten. Eberhardt. Mucken. Konnte ich sogar auf der Loipe was gucken machen? Na, es ist auch Buter, der auf der 1 ist. Mal 3 Fehler, 2 Fehler, okay. Großegger 49 glatt. 1,16,6. Damit würde ich momentan auf Platz 15 rauskommen. Okay. Ja, nochmal alles oder nichts. Komm, raus da. Ganz schnell raus da. Das war's nämlich komplett. Individual Very Warm and Snow. Achso, das Rennen muss ich ja skippen jetzt. Das war ein Reinfall, Leute. Das kann ich mir nicht antun, da nochmal eine letzte Runde zu laufen. Aber der Massenstart jetzt. Der ist es. Auch der wird Very Warm and Snow sein. Das heißt, das Wachs müsste stimmen. Und jetzt wird's interesting. Oh, ich habe mich im Gesamtwettkampf vorgearbeitet. Warte mal. Muss ich mal einen Blick drauf werfen? Total Score. Bin ich eigentlich Sechster? Results. Hilfe, irgendwas habe ich doch richtig gemacht, oder? 2 und 10, ja. Warum bin ich auf einmal so weit vorne? Sauce. Also mal so, ich sag nicht nein zu. Ach so, weil das jetzt auf die gesamten Meisterschaften bezogen sind. Ah, okay. Dann stand ich hier mit Schatten Nummer 4 außen, perfekt. Also das ist eigentlich der größte Nachteil. Wäre ich doch lieber auf der 6 geblieben. Wäre ich hier innen halt jetzt. Muss ich mich jetzt hier erstmal hinmoven. Ist das Ort?
17er? Ja, stark. Na, perfekt. Ich werde erstmal durchgereicht. Oder auch wieder nach vorne gebracht. Oder auch wieder durchgereicht oder nach vorne gebracht. In der ersten Runde erstmal versuchen, Energie zu sparen. Wenn man nicht auch in der Abfahrt, in Verfolgungsrennen, ja, noch mal besser was gut machen kann, weil Gefühl und so. Boah, zieht dir da vorne weg, Digga. Ja, danke fürs Blocken. Das, was ich die ganze Zeit mache, beschwere ich mich drüber. Perfekt. Die Logik müsst ihr nicht verstehen. Alter, lange hat sich ja jetzt schon wieder. Ja, okay, hat sich. Ja, doch, hat sich eigentlich schon weit nach vorne gearbeitet, oder? Ja. Krank. Krank, dieser Typ. Wild. Achter. So. So, ja, da. Erster Fehler. Scheiße. Fuck it. Bauer ist so weit vorne. Ja, ich fordere halt erstmal die starken Läufer. Gehe ich absolut nicht dazu. Perfekt. So. Plus 15 hier vor uns ist eine Riesenherde, aber ich will mal nicht sprinten. Ich kann im Russen mitlaufen, aber kann ich nicht, weil er gedopt ist. So, 11,5. Das war tatsächlich zu nass und kein Russe. Also schön, das ist nämlich Slowake. Ja, das ist eine Russe, hä? Na, ganz komisch. Langer hier der einzige mit zwei Fehlern, perfekt. Ja, Zanka, Digga, du dumme Nutte, fick deine Mutter. Oh, nur am Abfacken, dieser Typ. Ach, mach Platz. Ja, perfekt, ich habe keine Energie mehr. Juhu. Jetzt mal sprinten. Und dann ab in die Abfahrt. Bauer, Müller, so. Das geht zum Schießen. Zum zweiten Liegendanschlag. Mando. Boah, warte mal, ich muss mal kurz das Fenster aufmachen. Ich bin mal ganz kurz weg. Alter, boah. So, da bin ich wieder. Ja, im Massenstart könnt ihr mehr erwarten. Ich merk's, Masse. Und abonniert aber mich trotzdem bitte nicht. Abonniert mich und lasst ein Like da. Teilweise sind nur 90% meiner Zuschauer keine Abonnenten. Von daher, macht das. So. Och, nee. Ja, ich bleibe aber noch in der Bande hängen, Digga.
So ein bisschen mitschwimmen muss ich ja auch. Aus dem Weg, ihr Russen, ihr Ukrainer. Natürlich schon kurz überrascht. Ukrainer, wer ist das da vorne? Eberhard und Großegger. Das ist die Popcorrektor. So. Alter. Ja, okay, block halt komplett, du verschissener Ukrainer, Digga. Hat nichts gegen Ukraine. Aua! Ja, komm, block mich komplett weg, Digga. Klimbarten, Fehlergüsse, Müller schießt ihn nur, gewinnt Gold. Grumann gewinnt Bronze. Ja, sag ich doch. Bauer gewinnt Silber. Ja, wichtig. 1-0. Was machen alle anderen? 0. Danke, Leute. Danke, KI. Danke, danke, danke. Ja, wenigstens bin ich jetzt Top 10. Top 10. Top 10. Sag ich doch. So, jetzt mal ein bisschen sprinten hier. Ein bisschen anziehen. Wo ist Booter? Ist er jetzt komplett abgehauen oder wie? Scheinbar. Perfekt. Der hat 3 Sekunden Rückstand. Dieser Idiot. Ja, perfekt. Ich laufe gegen die Bande und nenne ihn Idiot. Das da unten sieht aber nicht aus wie Butter. Aber jetzt der Blicker wohl eher auch nicht. Der kann schießen und der kann nicht laufen. Miller kann schießen und laufen. Kohlmann kann nicht schießen, kann schießen und nicht laufen. Genauso das gleiche wie bei Tristan. Was kann ich? Gar nichts. Perfekt. Ich komme da nicht mehr ran. Scheiße. Ich weiß. Es gibt noch ein Schießen. Da entscheidet sich's. Miller oder Bauer. Das und mehr nach einer kurzen Unterbrechung. So, wir sind mitten im Schießen. Bauer schießt den letzten daneben, die letzten beiden daneben und Müller schießt die 0. Er wird Sieger vor Krohmann. Wer kommt danach? Das ist die Frage. Auf jeden Fall nicht die Diabionats, weil der hat viel Risiko gegangen. Ja, ich würde noch unbedingt irgendwas erreichen. Was ist rausgekommen? Nichts. Ich hätte sowieso maximal noch den 8. Platz belegen können. Jetzt ist es halt der 15. So macht das jetzt den großen Unterschied? Nö. Alter, das Rennen könnte ich auch schon wieder beenden. Na, egal. Hoppa, 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 hoppa. Komm, die Top 10 hole ich mir aber jetzt noch. Die will ich jetzt noch haben. So, schön innen vorbei. Na, wegblocken. Hat nicht geklappt. Oh Gott, ich verliere jetzt. Oh Gott. Aua, Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, okay, doch kein Top 10 Platz. Ach du Scheiße, wie scheiße bin ich denn auf der Strecke? Wollen wir gleich sehen, wie scheiße. Komm hier nochmal sprinten. Juhu. Hochgeschwindigkeitszug, geil. Und wie viel der Platz wird's? Okay, der 13. Perfekt, danke. Weil der Typ hinter mir, der wird mich noch catchen. 3 Sekunden schafft er noch. 3,4.
Ja, den wollte ich wegblocken, scheiße. Ja, juhu. Geil, Leute, ja. Den 12. Platz nehme ich mir jetzt aber nicht. Ja, das war's, wenn das Video, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da. Die zweite Folge war absolut Dogshit. Ich habe hier in 20 Sekunden verloren.